Es ist endlich soweit. Die R1 ist fertig. Sie ist wieder da und sie hat TÜV bekommen. Jetzt guckt euch dieses wunderschöne Petronas-Design in der Sonne an. Und was auch da ist, ist das Kennzeichen. Perfekt. Hast direkt eine Delle reingemacht. Guck mal. Nagelneues Kennzeichen. Verkratzt. Ich wollte gerade sagen, es ist leider nicht fest, weil wir haben keine Schrauben zu Hause. Mega gut. Deswegen müssen wir jetzt damit so fahren, weil es geht sowieso zu Bergmann und Söhne. Da holen wir die Ducati ab und dann hoffen wir, dass sie da 2, 3 Schräubchen für uns über haben, sodass wir es festmachen. Dann habe ich mir gedacht, haben wir einfach so, wir haben es ja dabei. Ich weiß gar nicht, ob das illegal ist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir haben es ja dabei, es ist angemeldet. Zur Not zeigen wir das, oder? Wenn jemand kommt, mach ich einfach mal so. Ja. Wie? Du hältst das einfach so? Ja. Geil. Auf jeden Fall guckt sie euch an. Wunderschön mit den goldenen Felgen und so, mit dem Design. So geil. Es ist der Wahnsinn, wie leise die ist, ne? Das ist unglaublich. Ja. Ich bin die nur noch gewohnt. Wieso mit einer Hand festhalten? Du kannst sie mit beiden festhalten. Du willst doch jetzt nicht wirklich das Kennzeichen in den Wind halten. Hoffentlich fliegt mir das nicht aus der Hand. Wehe! So eine Frisbee, Gott, und dann trifft das noch irgendeinen Menschen oder so. Auf mit dem Quatschkram. Wir haben safe so viel Glück, dass Polizei hinter uns ist oder sowas. Nein, Quatsch. Wir halten uns an und dann sagen wir, was wir machen. Wir fahren ohne Kennzeichen. Ja, war so witzig, wenn man sich vorstellt, damit immer auf der Rennstrecke unterwegs gewesen zu sein. Jetzt hier so gemütlich auf der Straße zu fahren, das kennt das Motorrad gar nicht. Das ist jetzt die erste richtige Fahrt, nachdem du die wieder aufgebaut hast. Seit die gebrannt hat, ist das meine erste Fahrt quasi. Die letzte Fahrt hat Mädels gemacht, die davor war bei mir auch schon 2 Monate davor. Das heißt, ich bin die ein Jahr oder so nicht gefahren. Nee, ich glaube fotografiert. Oder er fand das Motorrad geil, wer weiß. Toll, jetzt leuchtet die Motorkontrollleuchte. Mega, das ist auf jeden Fall das, was man sehen will, wenn man die erste Fahrt mit dem neuen Moped hat. Auch geil, wir fahren jetzt mit einer Yamaha zum KTM-Händler, um eine Ducati abzuholen. Das gab es auch noch nie, oder? Hallo, geil, dafür bin ich da. Kennzeichen? Das nenne ich mir hier mal First Class Service. Eigentlich bist du schon im Feierabend. Das, obwohl das eine Yamaha hier ist. So, und jetzt wird hier perfektioniert. Geil. Ja, guck dir das mal an. Geil. Oh, schön präsentiert hier. Da steht sie, die wunderschöne VVS. Hat Sascha dir irgendwas erzählt? Er hat mir gesagt, die läuft. Und ich glaube, wir machen da später nochmal ein gesondertes Video drüber oder so, hat er gesagt. Wie geil ist das denn? Und du wusstest gar nichts davon. Und ich auch nicht. Wie geil ist das denn? Das war alles Silber. Das ganze Ding ist schwarz gemacht. Und der Ständer auch. Boah, das ist richtig nice. Ey, aber ein großes Dankeschön an dich trotzdem. Wie geil ist das denn? Und auch für deine Zeit, für das Kennzeichen hier, ne? Oh, hä? Was hast du für eine Bremse? Eine HC3, oder? Nee, das ist die Standardbremse. Ja. Was? Aber ja. Die lässt sich ja fast gar nicht ziehen. Geil, ne? Die ist perfekt. Oh Gott, ist das, muss ich da aufpassen? Nein, ist einfach nur gut. Aber das ist irgendwie komisch, ich komme da fast gar nicht ran. Jetzt haben wir den direkten Vergleich quasi. Die R1 läuft 106 Dezibel im Stand, Junge. Oder 105. Krank. Mit dem Kupplungsdeckel. Sowieso unkomisch, die ist jetzt schon wieder ganz anders drauf auf der. Wie fühlst du dich da vorne, hast du gesagt? Komisch, es ist irgendwie wieder ganz anderes Fahrgefühl. Ich sitze irgendwie viel weiter vorne als bei mir, als bei meiner BMW. Warte mal, rechts? Rechts? Ja, nee, geradeaus. Da geht's doch gar nicht. Doch. Oh Gott. Du siehst auf jeden Fall hammerscharf aus von hinten. Die Yamaha sieht echt geil aus. Pass auf, die Räder haben 0 Kilometer, die haben noch nie so eine Schräglage gemacht wie du. Da ist sie, die kleine Maus. Yeah! Hör auf, so einen Quatsch zu reden. Du siehst so cool aus, auf so einer Supersportler. Geil. Also du fährst ja selber eine, aber ich meine auf der Yamaha auch. Also nochmal kurz zur Erklärung. Bergmann und Söhne hat ja super viele Marken und auch super viele Filialen. Und wir waren jetzt bei KTM Bergmann und Söhne und der Mitarbeiter kennt sich natürlich jetzt nicht aus mit Ducati. Also doch, aber der kennt sich jetzt nicht damit aus, was mit dem Motorrad hier passiert ist. Weil es in einer anderen Filiale war, bei Ducati. Wurde aber dahin geliefert, damit ich nicht nach Bremerförde, war das, ne? Ich wechsle mal Bremerförde und Bremerhaven. Damit ich nicht nach Bremerförde fahren muss. Wir werden also nochmal mit Sascha quatschen. Gerade wenn die 97 und so aktualisiert wird, wenn wir an der schon mal ein bisschen umbauen, da werde ich ihn dann auch mal fragen, was damit eigentlich überhaupt gewesen ist und so. Für die Leute, die es interessiert. Weil dazu kann ich jetzt noch keine Aussage tätigen, weil er mir noch keine Infos gegeben hat. Aber ich bin erstmal froh, dass sie läuft und geht. Die Kamera ist abgefallen. Die Insta. Jetzt gerade? Ja, die liegt mitten auf Dings. Scheiße. Fuck, wir können hier ja nicht wenden. Du kannst zu Fuß zurück. Mann, da fährt auf jeden Fall jemand drüber.
Nein, das ist genau auf so was Weißem. Das sieht das auch mit dem schwarzen T-Shirt, oder? Ja. Oh, Ehrenmann. Vielen Dank. Er hat sein Leben riskiert für dich. Oh fuck, der hat dich richtig festgemacht. Ist die noch ganz? Ja, ein paar Kratzer abbekommen. Aber ich glaube, die geht. Ist jetzt der Extreme-Test. Geht noch an. Die lebt. Oh, Zivilpolizei. Das ist, wie siehst du wieder in Deutschland, Rettungsgasse, alle völlig überfordert. Wahnsinn. Ist heute schon wieder viel mehr Action, als ich eigentlich wollte. Das ist echt so krass, man hört die R1 gar nicht. Nee. Wenn eine Ducati daneben an ist. Also nicht nur, dass sie mir schon vorher leise vorkam, die Ducati ist halt auch noch derbe laut. Unglaublich wirklich. Das ist wirklich geil an der Ducati, dass sie Stock 105 Dezibel ist. Ja, krank. Check ich auch nicht. Ne, wir haben kürzlich irgendwas im Fernsehen gesehen, weißt du noch? Wo der war, ja, das Auto hat fast 100 Dezibel. Nee, eingetragen. Aber das Auto hat fast 100 Dezibel. Das ballert mir die Ohren weg. Das tut weh. Das ist schmerzhaft dahinter. Und ich gucke das und denke mir so, okay. Stimmt, er meint so tief. Ja, genau. So übertrieben jetzt auch nicht. Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, die Yamaha ist halt auch optisch richtig geil, ne? Ja, safe. Ich bin mal gespannt, was ihr sagen würdet. Welche findet ihr schöner? Was bei der halt geil ist, sind die goldenen Felgen. Hierbei wären goldene Felgen auch so baba. Das würde so geil aussehen. Da sind die schwarzen mir noch ein bisschen zu schlicht. Aber sonst, klar, Ducati gerade jetzt mit den schwarzen Parts. Das sieht richtig geil aus. Bin ich richtig der Fan. Aber Yamaha ist halt auch hübsch, ne? Könnt ihr ja mal gerne schreiben. Aber jetzt sind die beiden Schätzchen wieder da. Und vor allem muss ich mich dann auch irgendwann entscheiden, von welcher der beiden ich mich trenne. Weil zwei Supersportler zu haben, ist ja auch völliger Nonsens. Macht gar keinen Sinn.